Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspieler und Zwergenfreunde, zu Drachengesang. Ja, in der letzten Folge haben wir die Was haben wir mal vermeintlichen hergehört? Mörder von Ardo Ein Zwerg, gestellt. ein Wort. Na klar. Und wurden dann vom Großinquisitor unfreundlich rausgeschmissen. Da seid ihr ja. Nur um jetzt nett von Bala begrüßt zu werden. Wachhaupt von Torkenspiel, ihr hier, was geht hier vor und was gibt diesem Davanja das Recht, sich einzumischen? Vor allem erst jetzt, wo dazu alles bereits aufgeklärt ist. Nun ja, als die Priorskirche erfuhr, dass ein weiterer Mord verübt wurde, offerierte der Großinquisitor seine Hilfe. In seiner Not nahm der Graf Davanjas Angebot kurzerhand an. Dieser Aufkleber sind Kundenträger redet so, als hätte die Stadtgarde gar nichts geleistet. An euch sieht man jedoch, dass die Welt noch nicht gänzlich ohne Tugend ist. Auf die Hilfe dieses selbsternannten Oberaufklärers kann ich jedenfalls gut verzichten, aber Ärger beiseite, erzählt mir bitte, was geschehen ist. Wie es scheint, sind die Edelleute Ferio von Ferdok und Castor Wagnis für die Morde in Ferdok verantwortlich. Ferdio konnte ich noch niederstrecken, bevor er sich an Archivarin Luisan vergreifen konnte, doch Castor Wagnis konnte entkommen. Castor Wagnis und Ferio von Ferdok? Unglaublich, aber was war nur deren Motiv für die grausamen Morde? Luisan hat herausgefunden, dass fast alle Opfer eine Gemeinsamkeit hatten. Sie waren allesamt Nachfahren von Drachentötern. Weshalb aber diese Tiere ihnen das Herz herausgerissen haben, das kann nur noch dieser Wagnis erzählen. Mag sein, aber wenn er klug ist, wird er Ferdok bereits verlassen haben. Gefallen tut mir das Ganze jedenfalls überhaupt nicht. Vielleicht ist es doch nicht das Schlechteste, dass sich die Prios-Gewerkschaft der Sache angenommen hat. Ich verstehe allerdings nicht, warum Ferio vom Ferdok den Mord an Ardo bestritten hat. Luisan sagte, dass Ardo vom Überstamm kein Nachthörer eines Drachentöters gewesen sei. Dennoch fiel er diesen Mördern zum Opfer. Ich verstehe das einfach nicht. Hab keine Sorge, ich bin sicher, dass Wagnis gefasst werden wird. Spätestens dann wird sich alles aufklären. Immerhin konntet ihr den Morden ein Ende setzen und die Archivarin vor einem grausamen Tod bewahren. Ich bringe euch nun zu Graf Gowin, er wird sicher hoch erfreut über die Neuigkeiten sein. Nun gut, auf zur Grafenresidenz. Hey, das heißt, wir dürfen jetzt in die Grafenstadt. Endlich lerne ich euch kennen. Ich habe schon so viel von euch gehört, wie ihr diese Morde ganz alleine aufgedeckt und die Täter zur Strecke gebracht habt, ist wahrlich eine meisterliche Leistung. Dank euch kehrt in Ferdok endlich wieder ein wenig Frieden ein. Und ja, Graf Grofin ist ein Zwerg, das hatte ich eigentlich ganz vergessen. Ich war nicht alleine verantwortlich. Meine tapferen Begleiter, Forgrim. Ja. Vorgrim, Cladis und Hulada gebührt ebenso viel Ehre wie auch Archivarin Lurisian, die uns hilfreich zur Seite stand. Es ist mir eine Ehre, eine solche Gruppe voller Heldentum vor mir zu haben. Wie ihr sicherlich wisst, wurde für die Aufklärung der Morde eine hohe Summe ausgeschrieben. Diese habt ihr euch redlich verdient. Nehmt diesen Orden der Stadt Ferdok als kleine Geste und nicht zu vergessen die ausgeschriebene Belohnung. Doch das ist noch nicht alles. Ich möchte euch jemanden vorstellen. Wogt ihr Dariana? Benno hier, es ist mir ein ganz besonderes Vergnügen, euch endlich kennenlernen zu dürfen. Das Vergnügen ist ganz auf meiner Seite, verehrte Vogtin. Ein bisschen Etikette schadet wohl nicht. Etikette? Etikette, haha, sehr gut. Die Vogtin ist übrigens die Auftraggeberin eures seligen Freundes Ardo vom Eberstamm. Sie war es auch, die die Idee hatte, euch Ardos gräfliches Lehen zu überlassen. Ihr wisst schon, das Haus, welches er am Piersplatz bewohnte. Ich bin mir sicher, das wäre auch in seinem Sinne gewesen. Habt Dank, Graf Gowin, und auch euch, wog die Dariana. Es gibt ja allerdings auch eine schlechte Nachricht. Es sind noch nicht alle Mörder gefasst. Castor Wagnis gelang die Flucht. Castor Wagnis, sagt ihr, er war an den Morden beteiligt, Donnervetter, wie ich mich nur derart ihm täuschen konnte. Tja, aber er ist damit der Angstsymptom bekommen und stiften geht, wenn es zur Abwechslung mal für ihn brenzlig wird. Naja, wenigstens sind wir den verräterischen Halunken damit erstmal los.
Ich denke, 50 Dukaten für seine Ergreifung sollten seine Flucht ausreichend behindern. Irgendwann werden dem Hasenfuß die Bestechungsgelder schon ausgehen, hehe. Und was die Aussage Ferios angeht, er wollte sich sicherlich nur aus der brenzlichen Lage herauslügen. Aber genügt Trübsal geblasen für heute. Das Herz Ferdox erhält sich ein wenig vom Neuen, meine Freunde. Die grausamen Morde hat zu guter Letzt ein Ende gefunden. Das grausame Morden. Und kein Moment zu früh, wie ich meinen möchte, da ich kurz vor eurem Eintreffen über die Fertigstellung des Sinnetempels in Kenntnis gesetzt wurde. Schon bald nach der Ausrufung der Drachenqueste werden lachende und tanzende Bürger die Straßen beleben. Hiermit befähigt die Öffnung aller Straßensperren. Nun geht Brenno ja so des Turin. Ferdok heißt euch mit offenen Armen willkommen. Genießt eure Belohnung und besucht bei Zeiten euer gräfliches Anwesen. Wartet noch. Ich würde gerne einen Augenblick mit euch reden. Es geht um Ardo vom Eberstamm. Okay. Wenn es um meinen alten Freund und Mentor geht, habe ich so viel Zeit, wie ihr wollt. Habe ich euch richtig verstanden? Ferio vom Ferdok leugnet, Ardo umgebracht zu haben? Dem ist so. Wie Graf Grovin schon sagte, wollte er damit wohl nur seine eigene Haut retten. Aber sagt, wisst ihr vielleicht, weshalb Ardo zur dunklen Stunde am Hafen war? Nun, ich bat Ardo, gewissen Kreisen den Ferdok einmal auf die Zähne zu führen. Offenbar hat das geschwächte Ferdok einige habgierige Gestalten zweifelhaften Rufs angelockt. Vor allem der stetig zunehmenden Schmuggel im Hafengebiet gibt Anlass zur Sorge. Ardo sollte herausfinden, wo die Fäden des korrupten Netzes zusammenlaufen. Zu einem Überfluss wurde das Ganze noch von den Streitigkeiten zwei der mächtigsten Ferdocker Handelshäuser überschattet. Seine Aufgabe war also alles andere als leicht. Die ganze Sache verwirrt mich. Glaubt ihr etwa, sein Mord könnte auch etwas mit seinen Untersuchungen im Hafenviertel zu tun gehabt haben? Waren diese Kultisten am Ende in die kriminellen Geschäfte am Hafen verwickelt? Da bin ich überfragt. Zugegeben, meine Verbindung könnte bestanden haben, aber wer kann das schon mit Sicherheit sagen? Was würdet ihr davon halten, Ardos Untersuchung in meinem Sinne fortzusetzen? Es wäre mir eine große Ehre, allerdings wüsste ich nicht, wo ich anfangen sollte. Für den Anfang haltet ihr euch am besten an eines der beiden Handelshäuser. Ihr erregt am wenigsten Aufsehen, wenn ihr im Hafen nach Arbeit fragt, verschafft euch etwas Ansehen, vielleicht kommt ihr so an die ein oder andere wichtige Information. Sternebrands haben ja einen Handelsposten in der Nähe der Brauerei und deren Konkurrenzhaus Neisberg ist im östlichen Hafengebiet nahe der Docks angesiedelt. Das Handelshaus Neisberg nahe der östlichen Docks und die Störebrands nahe der Brauerei. Ich werde sehen, was sich machen lässt. Meldet euch wieder, sobald ihr bei einem der Handelshäuser unterkommen konntet. Ihr könnt euch darauf verlassen, dass ich alles tun werde, um Ardos Nachforschungen an seiner Stadt zum Erfolg zu führen. Auf bald, Vogtin. So. Quest aktualisiert, also erstmal geschlossen. Morde in Ferdok. Ja, der Mordserie konnte vorerst ein Ende gesetzt werden. Und Graf Grovin ist zufrieden. Scheint es doch so, als habe man die Schuldigen gefunden. Aber er wird sich erst noch zeigen, ob die sichtliche Stimmung nicht zu früh kam. Dennoch sind einige Fragen offen. Einer der Mordfälle, der des Ardo von Eberstamm, lässt sich mit den bisherigen Erkenntnissen nicht erklären. Und so bleibt bei aller Feierlaune ein ungutes Gefühl zurück. Ja. Offen. Ja, finde die Diebesgilde, müssen wir immer noch finden. Ja, schremackhafte Delikatesse müssen wir auch noch einen Abnehmer finden. Castor Wagnitz. Castor Wagnitz ist aus Ferdok geflohen, doch es wird nur eine Frage der Zeit sein, bis ich seine Spur finde. Bald bringt Castor Wagnitz zur Strecke. Weil kann die Sonne noch nicht gekommen sein? Ich sollte meine Augen nach Hinweisen über seinen Aufenthaltsort offen halten. Ja, Untersuchung am Hafen. Offenbar hat das echte Ferdok einige habgierige Gestalten zweifelhaften Rufs abgelockt. Vor allem der stetig zunehmende Schmuggel im Hafengebiet gibt Anlass zur Sorge. Ardo sollte herausfinden, wo die Fäden des Kopennesses zusammenlaufen. Zu seinem Überfluss wurde das Ganze noch von den Streitigkeiten der zwei mächtigsten Ferdoker Handelshäuser überschattet. Seine Aufgabe war nicht, ins dunkle Treiben im Hafen zu bringen. Nun liegt es an mir, die losen Fäden aufzuheben und Ardos Arbeit zu beenden. Knüpfe Kontakt zu den Nicebacks. Ich sollte in Kontakt mit einem der Handelshäuser treten. Die Nicebacks haben ihren Handelsposten im östlichen Hafengebiet nahe der Docks. Vogtidariana legte mir nahe, mich als Arbeitssuchend zu tarnen, denn nur als Mitarbeiter wird mir ohne weiteres möglich sein, da Informationen zu gelangen, die sonst hinter den Toren der Handelshäuser verborgen bleiben.
Knüpfe Kontakte mit den Störtebands. Ich sollte mal in Kontakt mit einem der Handelshäuser treten. Die Störtebands haben ihren Handelsposten in der Nähe der Brauerei. Vuk die Dariada legte mir nahe, mich als Arbeitssuche zu tarnen. Denn nur als Mitarbeiter würde es mir ohne weiteres möglich sein, an Informationen zu gelangen, die sonst hinter Toren der Handelshäuser verborgen bleiben. So, was haben wir hier erhalten? Pferdocker Orden. Ja, da meine Etikette bei Null ist. Alles klar. Kriegt sie den mal? Ich sollte bei ihr auf jeden Fall mal die Etikette steigern auch. Ein bisschen. So. Das sind meine ganzen gesammelten Sachen. Questsack. Ja, wir haben jetzt Geld. Na, wie kann der Graf von Ferdok euch zu Diensten sein? Nichts Wichtiges. Wahrscheinlich die Störung, Graf. Okay, er hat nichts mehr zu sagen. Ihr habt mich wirklich sehr beeindruckt. Als ich euch das erste Mal traf, befürchtete ich, mit euch würde es nur Ärger geben. Ihr habt den Menschen von Ferdok einen unschätzbaren Dienst erwiesen. Die Belohnung kann dies nur zu einem kleinen Teil aufwiegen. Ihr solltet euch erst einmal in aller Ruhe in eure neue Residenz zurückziehen und eures Freundes gedenken. Ich weiß, er wäre stolz auf euch. Ja. Ihr seid zurück. Konntet ihr schon etwas herausfinden? Wir sind noch nicht mal gegangen. Ja, werte Vogtin, habt ihr noch etwas Zeit? Es gibt einige Dinge, auf die ich Antworten benötige. Wenn ich kann, will ich euch gerne Auskunft geben. Wie habt ihr zu Arthur gestanden, wenn ihr die Frage gestattet? Arthur und ich kannten uns aus früheren Tagen. Er bot mir aus freien Stücken seine Hilfe an. Wie er nun mal so war, hat er seine Aufgabe mit Sturm Feuereifer verfolgt. Sein Tod beweist, dass seine Bemühungen nicht in die falsche Richtung liefen. Ja, noch weitere Fragen? Mir ist immer noch schleierhaft, wie es zu dieser verfahrenen Lage kommen konnte. Hat euer Vorgänger ihren Ernst verkannt? Wie soll ich sagen, Vogt Ernbrecht von Plötzbogen war nicht sonderlich interessiert an derlei Belang. Er war eher jemand, der den Pomp zelebriert hat und die Freuden seines hohen Standes wichtiger nahm, als die Pflichten, die damit einhergingen. Ja. Was gibt es über das Haus Störebrand zu berichten? Das Herr Störebrand ist ein reiches Handelsimperium mit Hauptsitz in Garev. In letzter Zeit haben sie ihr Ferdocker Konto ausgebaut und bemühen sich vom wichtigen Bindelhandel über den großen Fluss nach Garethien stärker zu profitieren. Okay. Die sind also eher Fremde hier. Also, sie haben erst vor kurzem ihr Konto vergrößert. Vorher waren sie wahrscheinlich Kleinhändler. Ja, was könnt ihr mir über die Nicebacks sagen? Das Haus Nicebeck ist eine alteingesessene und umtriebige Ferdocker Händlersippe, der größte Fuhrpark der Stadt und viele Frachtkähne gehören. Sie besitzen auch zahlreiche Grundstücke und Miethäuser und ist mit allen Adligen der Stadt gutgestellt. Das ist erstmal alles, danke. Wen haben wir hier noch? Ja, Angrax vom Stein. Im Jesidetempel ist es heute Vormittag aber ziemlich laut zugegangen. Hesinde soll euch auf euren Wegen begleiten. Ja, wer hat der auch nichts zu sagen? Und der Rest sieht aus wie Städter. Das heißt, wir verabschieden uns mal. Entschuldigt mal, mein Name ist Wirwosch. Ich bin Wahl, der Hausverwalter des Herrn vom Eberstamm. Ich habe jahrelang in seinem Namen das Anwesen verwaltet. Doch nach seinem Tod war die Zukunft des Hauses ungewiss. Man sagt mir aber, dass ihr ein Freund Arlos seid und euch Graf Grovin das Haus übereignet hat. Stimmt das? Ach, hallo Wirwosch, unser Verwalter. Ah, das ist richtig. Mein Name ist Breno hier. Was kann ich für euch tun? Die falsche Frage, ob ich meine Dienste gebrauchen könnte. Ich kenne das Anwesen sehr gut, habe mich es jahrelang geführt und es würde mich freuen, euch bei den Angelegenheiten im Haus zur Hand zu gehen.
Herr Wirwosch, das hört sich nach einer prächtigen Idee an. Ich bin mir sicher, das wäre auch im Sinne Ardus gewesen. Oh, wunderbar. Ich werde schnell einiges vorbereiten. Am besten treffen wir uns in eurem Haus. Vielen Dank noch einmal.